ja mal die lästigste Arbeit. Also das musst du immer sagen, auch wenn du da Suppen kochst. Wenn du da gute Suppen willst, musst du das kalt zustellen. Und wenn du da was Fleisch willst, musst du das ins heiße Wasser. Nicht? Weil du hast das ins heiße Wasser, das zieht sich dann gleich zusammen. So, jetzt muss es heiß werden. Also ich schwab es halt an. Ich mache die Suppen nicht, was da drin ist. So, da haben wir das jetzt da rein. Jetzt geht es ein bisschen kochen. Ja, das machen wir dann fertig und die Gnädeln und Zwiebeln dann. Also wir konnten schon raus, gell? Und dann noch Suppen zum Nachschütten. Ja, da brauchen wir nur die Gnädeln an. So, jetzt lassen wir jetzt ein wenig kochen. Salz ist auch gut. Ich sage halt immer, weil Nachsalz oder was kannst du alle, weil das schaut wirklich gut aus. So, jetzt brauchen wir dann zusammenschneiden, weil die Linsen, die können wir erst machen, bis wir das heraus haben. Das ist jetzt für die Gnädeln der Zwiebel. Ich bewundere noch alle, weil die kochen erst. Wenn das eine Zwiebel habe, das schneidet durch und das geht. Mit den Gnädeln mache ich mit Schmalz. Sonst mache ich alles mit Öl, aber die Gnädeln mache ich mit Schmalz. Aber das macht man dann so, dass dann die Gnädeln Wasser gefangen und gern die Ski. Das hier, die gehört nämlich. Ne? Ja, das sind doch immer her. Also unsere Mama und auch meine Großmutter. Die Mama, die hat eine Wasserblume, gell? Aber ein Batzen Schmalz hat sie reingehauen, gell? Und die Gnädeln, die haben gezittert. Und die Gnädeln, das wäre nur gesalzen und die Eier und ich mag es halt mit der Milch, gell? Milch halt. Jetzt habe ich halt drei Schafe einmal genommen. Na warte, das muss ich, das siehst du dann eh beim Tag, wie er wird, gell? Oh, das schaut gut aus, gell? So, jetzt brauchen wir es dann nur mehr einlegen. Wenn es da seine Gnädel gemacht hat, ja, da hat sie es dann gekocht und das Gnädelwasser hat es mit dem Querzeug hat's das dann draufputzt. Ja, das hat dann eine Suppe und der Gnädel drin und da machen wir auch viel. Das ist jetzt die Einfrieren für die Linsen, gell? Nicht resten, sondern anlaufen. In einer Stunde ist fertig, was kocht. Also der Essig kommt rein, dass man die Hülsenfrüchte besser verdaut. Weißt du, früher die Leute uns so unter den Krieg und was da für Rezepte rausgekommen sind, ne? Hast du aus nichts haben sie was gemacht. Ne? Das ist halt einmal so ein richtiges, deftiges Essen. Lass es schmecken, ja. Danke, Frau Chefkoch, für das gute Essen. Ja, naja, hast du es ja noch gar nicht gewusst. Hoffentlich haben wir was zusammengebracht. Wie hat es geschmeckt?